Tjo, moin, sind YouTube-Gemeinde. In diesem Video reden wir darüber, wie ihr als Jugendlicher euch teures Kamera-Equipment leisten könnt. Nach dem Intro. Wir fangen erstmal mit was ganz Stupiden an, danach kommen ein paar interessantere Sachen für euch. Als erstes, ganz simpel, sucht euch einen Job oder YouTube. Das eine baut auf den anderen auf. Wenn ihr noch gar kein Equipment habt, also nichts, keine Kamera, keine Optiken, gar nichts, dann sage ich, macht einen Monat mal an der Kasse oder 2 Monate. Da kriegt ihr so um die 400 Euro pro Monat meistens, im schlimmsten Fall. Und dann könnt ihr euch mit 400 Euro könnt ihr euch schon eine 600D leisten. Und 2 Monaten mit 800 Euro, da könnt ihr schon eine Panasonic GH4 leisten. Und das ist schon ein sehr guter Startpunkt, um damit dann Geld zu verdienen. Ab diesem Punkt, wo ihr schon Kamera-Equipment habt, geht es darum, erstmal kostenlos zu arbeiten. Vor allem, wenn ihr im Dorf wohnt oder sowas, ist sowas relativ einfach. Ihr geht einfach zu ein paar Läden hin und fragt, ey, kann ich euch kostenlos das und das mal machen? Ein Imagefilm für eure Internetseite oder sowas. Dann, wenn ihr was zum Vorzeigen habt, also ihr könnt dann wohin gehen und sagen, hey, ich bin Jugendlicher, ich bin Schüler, will ein bisschen Geld dazu verdienen, dann könnt ihr ein bisschen Geld verlangen, 50 Euro, 100 Euro. Erstmal so kleine Sachen, bevor ihr dann wirklich viel Geld verlangen könnt. Das ist auch zu euch in der Übung, weil wenn ihr noch nicht so viel Geld verdient, dann werdet ihr ein bisschen ehrgeiziger rangehen, um auch Schluss ein gutes Produkt zu haben, damit ihr irgendwann mal mehr Geld verlangen könnt. Dann als nächstes kommt YouTube ins Spiel. Denn mit YouTube, wie ihr weiß, kann man Geld verdienen. Und das ist nicht mehr so privilegiert wie früher, dass nur bestimmte Kanäle, jeder kann jetzt seine Videos monetarisieren. Und wenn ihr sowieso was filmt, ladet das hoch. Wie schneidet es, bla bla, es wäre ja schwachsinnig, es niemandem zu zeigen. Selbst wenn ihr nur 10 Euro im Monat generieren könntet, auf ein Jahr hingerechnet, also 12 Monate, habt ihr dann 120 Euro, von dem ihr euch ein Objektiv kaufen könntet. Klassische 50mm von Canon zum Beispiel. Deswegen, alles was ihr sowieso dreht, auch diese ganzen Jobs, die ihr macht, einfach auf YouTube und da das Geld davon gerade mitnehmen. Dann der zweite Punkt und glaube ich sogar fast der wichtigste ist, das sind eure Ess- und Trinkgewohnheiten. Als Jugendlicher oder ich auch immer noch, bin sehr verleitet dazu, irgendwo essen zu gehen, zum Maggis oder irgendwo abends halt einen Döner essen. Das frisst sehr, sehr viel Geld im Monat. Was fast am meisten Geld frisst ist, Achtung, nicht erschrecken, Alkohol. Also ich empfehle eher, keinen Alkohol zu trinken, wenn ihr Geld sparen wollt. Also könnt feiern gehen, klar, aber den Alkohol will ich halt weglassen, weil ihr wisst, feiern gehen, Alkohol ist sehr toll. Ich persönlich habe nie angefangen mit Alkohol trinken, keine Ahnung, irgendwie ist das so an mir vorbeigezogen, aber deswegen habe ich auch viel Geld gespart, ja. Meine 600D, meine 7D habe ich beide bekommen, ohne je einen Tag in meinem Leben gearbeitet zu haben. Also Sparen lohnt sich in dem Sinne. Was ich immer sagen will, die meisten wohnen noch zu Hause. Das heißt, Mama kocht noch für euch. Es gibt zu Hause kostenloses Essen. Versucht euren Tag so zu planen, an Tagen, wo ihr meistens merkt, ah, der ist außerhalb was, dass ihr so isst, dass ihr nichts außerhalb essen müsst. Und da spart ihr sehr, sehr viel Geld. Dann als dritter Punkt, Ziele setzen. Setzt euch Ziele, wann ihr was haben möchtet. Ihr könnt euch ja selber ausrechnen, wie viel Taschengeld ihr bekommt und wie viel Ausgaben ihr habt, dementsprechend, was ihr dann wollt. Ich setze mir zum Beispiel das Ziel, ich will dieses Objektiv. Dann rechne ich mir im Kopf aus, was ich mir alles gönnen kann und was ich verzichten möchte, dass ich so und so schnell dieses Objektiv bekomme. Als Jugendlicher habt ihr nicht so viele Möglichkeiten. Viel beim Geldsparen geht einfach darum, zu verzichten. Und dann müsst ihr euch natürlich die Frage stellen, wie wichtig ist euch das eigentlich, dass ihr auf was verzichtet. Es gibt zum Beispiel Apps wie Daily Budget. Ich persönlich habe die noch nie benutzt, aber Kollegen von mir benutzen die erfolgreich. Da könnt ihr alles eintragen, eure Ausgaben, eure Einnahmen. Und es zeigt euch dann einen schönen Graphen, wie viel Geld ihr spart, wenn ihr das und das cuttet. Also wer Interesse an dieser App hat, ich schreibe sie hier nochmal hin. Das ist keine Produktplatzierung, das ist einfach nur eine Empfehlung. Yo, das waren meine Tipps, wie ihr Geld sparen könnt und vor allem, wie ihr darauf hinarbeiten könnt. Falls das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das hier war das letzte Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.